Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Na? Ich habe den schönen, frisch gefangenen Fisch mit in dein Bett gebracht und wir haben zusammen im gleichen Bett geschlafen. Hallo! Ich wollte dir unbedingt den Fisch noch zeigen gestern Abend, aber du warst schon geschlafen. Da habe ich einfach neben dir geschlafen. Guck dir den tollen, großen Fisch an. Ich rede nie wieder ein Wort mit dir, das ist sehr furchtbar. Da, hau ab mit deinem Fisch raus aus meiner Oh, guck Wohnung. mal, voll romantisch nach der Nacht zusammen mit dir. Weißt du was? Der Fisch war geiler als du. Du kannst bei dem Boden nicht durchlaufen, aber die kann man mehrfach ernten. Ich weiß. Ja, nur weil du gerade so schön dagegen gelaufen bist. Ich gehe jetzt mal zum Schmied, bevor der wieder zu. Hat er jetzt schon offen? Nee, aber bis ich da bin, bestimmt. Wenn du weiter so schnell bist, dann ja. Würde dann die Brücke, oder ich baue erst die Brücke, gehe dann zum Schmied. Der soll jetzt aber die 300 Holz mitnehmen. Hab ich schon. Was? Meine Reihe. Ups. Ich gieße irgendwie an die falschen Stellen. Oh, ich brauche noch mal eine Truhe. Warum? Und mein Konzept durcheinander bringst. Nee, Kann man Kartoffeln eigentlich wieder anbauen? Nee, ich ich will nicht lege Kartoffeln mich mal essen. mein Zeug ab, ich brauche nämlich Platz. So, weil ich werde dann nämlich gleich hinter der Brücke die ganzen Sachen einsammeln. Soll ich dein Konzept dann noch ein bisschen mehr durcheinander bringen? Wieso? So einfach wild durcheinander pflanzen. Das habe ich schon aufgegeben, dass es mit dir klappt, dass ich da noch drin habe. Das Ich habe ein Buch ist doch voll systematisch. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Also tatsächlich hatte ich auch immer eine Ordnung in meiner Pflanzenwelt, aber das habe ich jetzt gar nicht versucht anzustreben. Das würde eh nicht Kann man ja funktionieren. machen, musst aber du pflanzen und sortieren und den Rest mache ich. Nee, das ist ja dann Bleibt albern. halt nur noch Angeln und Minen übrig. Nö. Zumal ich Minen und Angeln mehr mag als Pflanzen, lasse ich den dann hoch. Man kann aber auf dem Rückweg auch Saatgut kaufen. Ah, hier, das haben wir die Quest mit der Quelle nochmal von mir. Boah, wie geil, Banane. Dass du auf Banane stehst, war mir auch klar. Wieso? Stimmt genauso wie auf Fisch. Tatsächlich mag ich beides, nur dass ich Fische ja nicht kaufe. Wie bitte? Was denn mit Fisch? Ich esse ja Tiere nur, wenn ich sie über Foodsharing Ach kriege. so, ja. Du meinst, du hast Fisch dann selten zur Verfügung. Genau, aber an für sich esse ich ihn gerne. So, Brücke ist gebaut. Bin ich mal gespannt, dahinter jemand ist. Nee, ich glaube, du hattest recht. Also, habe ich mir schon gedacht, bevor ich hier hinten hingekommen bin. Aber das ist schön, dass ich recht hatte. Fühlt sich gut an. Gell, auch ein Wann blindes nämlich. Huhn und so. Ah, guck mal, hier ist der Schweinezirkus ist da. Die Kristallfrucht, Kugelfisch, großes Ei. Hier kann man die Höhlenkarotte kaufen. Granatapfelsetzling. Granatapfelsetzling? Ach, das ist ein Baum direkt. Ach, Trägt im cool. Herbst Früchte, wächst nur, wenn die 8 umliegenden Felder leer sind. Standarddünger, Tulpe. Amaranth, Eisenerz, Käferfleisch, Hauspflanze, seltene Saat. Im Herbst aussehen, braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Kostet aber 1000 Gold. Kaffeebohne. Heiratsring. Rezept. Da kann man Heiratsring selber bauen. Ist es nicht romantisch? Ist cool. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gar nicht geheiratet, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Fand's alle Frauen so attraktiv? Aber du hast doch einen Mann gespielt, ne? Ich mich nicht irre. Nö, ich habe eine Frau gespielt. Achso, aber trotzdem Frauen heiraten. Okay. Nur weil ich so ein bisschen wenig gespielt habe. Ich hab Ich dachte, du hast mir das erzählt. Echt? Ja, komm herein. Gut, ich spiele öfter Männer. Mag das. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheit. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elemente. Hüte. Okay, ich klinge mich durch. Aber reden kann ich denn hier mit dir? Okay. Wer sollte jetzt die Kraft des Waldes haben? Kriegt man da eigentlich irgendwann auch noch ein Fahrrad oder sowas? Du kriegst ein Pferd irgendwann, wenn du eins kaufst. Ah, ein Pferd war.
bin ich der Meinung. Musst aber halt eins sozusagen pflegen und so dafür. Gib mir Samen. Ich will besamt werden. Ich hab mir so einen Kommentar so verknüpft. Ich wusste, dass du... Das kann ich jetzt echt nicht bringen. Aber nein. Ich kenn dich doch. Und dein Niveau. Bitte, ich passe mich nur dir an. Selbst Nivea hat mehr Niveau. Mir anpassen, so viel Niveau kannst du gar nicht haben. Nee, ich hab dafür zu viel. Ich muss ja immer was abgeben, wenn ich mit dir rede. Na klar. Ah, was du mir schon für Geschichten erzählt hast. Ich dir? Geht auf keine Kuhhaut, ja. Ach. Was, hab ich Geschichten erzählt? Ich war immer vornehm zurückhaltend. Weil sie zu uninteressant waren. Ich war immer vornehm zurückhaltend, ja. Nichts uninteressant, ich erzähle einfach nicht so viel. Nur dumme Sprüche, die kann ich gut erzählen. So, das ist das Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich, sie mögen es jeden Tag gestreichelt zu werden. Halt. Der will keins haben. Doch. Der will nicht deine alten abgeranzten Steine. Du bist auch so alt und abgeranzt, ey. Jumida hat dem Jamboreet gespendet. Also was du. Okay. Okay, wenn du was spendest, das ist, glaube ich, wieder übergreifend für uns beide. Siehst du mal, wie nett ich bin. Hallo, Sam. Sam? Schmied? Ah, Schmied ist noch da. Sam ist auch hübsch. Schmied hat mich auch gerade gefragt, ob ich keinen Job habe. Wieso kann man denn hier Erze kaufen? Hast du die Geode schon öffnen lassen? Kam was raus, was Sinnvolles? Alter, du hast das gerade eben vorgelesen. Achso, Jamboreet, sehr gut. Wie viel säufst du eigentlich? Hab ich natürlich gewusst. Ich habe schon ein Glas Intus. Halb Wasser, halb Kirschsaft. Jemanden gefunden. Hallo Schatz, Jange mit. Nerv nicht. Ich hab weitergeworfen, weißt du. Jetzt hab ich schon einen Fisch an der Angel. Kennt sich doch mit Angeln gar nicht aus. Nom 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 Fisch. Verdammt. Nering. Ich sehe sogar, was für einen du kriegst. Cool. Der wehrt sich aber, der... Da. Jetzt haben wir schon 5. Irgendjemand von uns hat versäumt, Zahn zu kaufen. Ja, geh mal halt zum Jolamarkt. Ist nicht so schlimm. Ich gehe nicht zu dem Jolamarkt. Ja, aber ich kann das ja machen. Mich kennen sie. Ich bin doch schon so gut bekannt. Ich werde schon mit du angesprochen von dem Typen. Nee, Pierre hat noch offen. Oh, dann kann der noch kaufen. Da. Ja, der müsste dann trotzdem noch gleich wiederkommen eigentlich. Es seufzt, ich habe diesen hinter dem Tresen Blues. Aha. Toll, sie verkauft scheinbar nicht mehr. Dö. Ich krieg Geld für meine Quest. Ich hab den längsten Hering der Welt bekommen, hier 36 cm. Neuer Rekord. Ich hab schon wieder den längsten. Freu dich einfach über deinen langen und red nicht drüber. Aber ich hab doch das die letzte Nacht gezeigt, wie toll lang der ist. Glitschig und lang, ja. Riecht nur ein bisschen komisch. Na, Fisch halt. Mann, es ist dunkel, ey. Ich hab schon Bäume gepflanzt, damit wir da Holz nach. Achso, damit es heller wird. Nee. Was ist denn das für eine Logik? Ich hab Bäume. Das wollte ich auch gerade fragen, was das für eine Logik ist. Und dann hast du gesagt, damit wir mehr Holz haben. Ich war aber gedanklich schon wieder beim Zwillen. Aber tatsächlich bist du die Einzige, die jemals bei mir Bäume gepflanzt hat. Ich habe die einfach so nachwachsen lassen. Die wachsen ja einfach so von der Zeit zufällig nach. Ja, aber das dauert. Ja, ich konnte nicht so schnell wegbauen, wie die nachgewachsen sind. Zumindest alleine nicht. Was? Ich hab mir nie viel Zeit genommen, das wegzumachen, sondern ich wusste zum Beispiel das mit der Sauna auch lange nicht. Und hab dann halt all meine Energie schon darauf verbrauchen müssen, mal eben Dingens zu machen. Das alles anzubauen und so. Nee, ich war gerade am Anfang sehr viel mit Erkunden beschäftigt und dann hast du ja am Ende des Tages immer
viel Energie übrig. Wisst ihr, und ich hatte quasi mittags schon keine Energie mehr. 22 Uhr. So Maximum. Ein Monster-Bla hinterher spielen. Ey, nix gegen Monster Hunter und das habe ich heute schon im Stream gespielt, ja. Das ist lustigerweise auch abgeschmiert. Ich glaube, ich habe da irgendwie im System ein Problem. Sachen kaufen zum Ernten. Wir gehen mal ernten. Wieso ist jetzt hier ein Mauszeiger? Hi Lumida, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Ach, dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen, dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich dir anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerei vor Ort. Stimmt, die hat ja voll ausgelacht über dieses Haus und dass man einziehen sollte. Ja, siehst du mal. Asozial. Okay. Ich. Wieso bin ich eigentlich immer am Gießen? Warum machst denn du das nicht? Weil ich zu tun hab? Nur weil du dort rumsortierst, ist nicht. Wieso liegen die Fische bei den Platten? Ich denke, das ist meine Truhe. Die andere ist deine Truhe. Ach so, das habe ich nicht so verstanden. Die kommen jetzt darüber in deine Truhe. In deine Truhe kommt alles rein, was du hast und Baumaterialien. Ja, na klar. Danke. Und ich werde jetzt einkaufen gehen und Geoden. Und was? Geoden aufmachen. Ach so, mach mal Geoden auf. 4 Tage, die Bohnen hast du schon gebaut, ne Blumen? Wir haben schon ein paar Bohnen, ja. Blumenkohl müssen am 16. fertig werden. Blumenkohl haben wir auch eigentlich. Das habe ich mir am ersten Tag gekauft, Blumenkohl. Haben wir schon Tulpen? Ich glaube, ich habe auch Tulpen gekauft. Grünkohl? Das nicht. Dann ernten wir mal Grünkohl. Mal nur gucken, dass genug Geld übrig war für die Geoden. Ich kann ihn jedenfalls jetzt nicht ansprechen. Du musst halt. Hä? Du musst von hinten kommen. Muss hinten. So. Ja, das mag er halt. Ich brauche ein Special Treatment. Das sieht auch so aus. Ich bin für die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Ja, ja, von hinten. Die medizinische Versorgung aller Bewohner Pelikans verantwortlich. Es ist eine mehr als erfüllende Arbeit. Die Frage ist, wen das hier erfüllt? Und auf welche Art? Ist das Leben manchmal schwer? Haben Sie häufig Konzentration? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Bravoloxinone. Bravoloxinone ist nicht für jeden bestimmten Nebenwirkungen. Hashtag Werbung. Wutanfälle, unkontrollierbare Anschwellen der Kehle, dauerhafte Verfärbung der Lippen, Haarausfall sowie Schlaganfälle sein. Äußerst zählt in Fällen 1 von 100 erlittenen Tester die vollständige Auflösung eines oder mehrerer ihrer Knochen. Tja. Moment, vollständige Auflösung von Knochen? What? Stand da. Möchte ich nochmal drüber reden, ja? Ach, wie süß. Die Krankheit nicht verbreiten tu, halte dir die Nase zu. Aber auflösen vom Knochen. Das schockiert dich jetzt, ne? Ein bisschen. Ich will meinen Hund haben. Schmied, Geoden auf. Ich hoffe, du hast nicht Katzen ausgewählt, weil dann weiß ich nicht, was passiert. Wie jetzt? Ich hoffe, du hast nicht Katzenmensch ausgewählt, weil ich dann nicht weiß, was passiert. Wo kann ich das denn auswählen? Beim Erstellen des Charakters konntest du auswählen, ob du Katzen- oder Hundemensch bist. Wie jetzt? Das habe ich nicht gesehen. Ey, Lumi, du bist jetzt schon 1010 Schritte gegangen. Nur eine halbe Stunde nach mir. Herzlichen Glückwunsch. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das kann man immer bei Charaktererstellung auswählen, ob du Katze oder Hund haben willst. Ich will eine Katze. Ja, wir kriegen jetzt wohl einen Hund, weil Hund ist Standardeinstellung. Oh nein. Und ich will auch einen Hund haben. Oh nein. Hunde sind schwul. Also, und ich meine schwul nicht als Beleidigung. Also, deswegen sage ich nicht schwul, ich korrigiere mich. Hunde sind blöd. Ich wollte gerade sagen, Hunde sind schwul, meinst du, obwohl du Katzen lieber magst in dem Kontext und bist aber nicht als Beleidigung, das ist schwierig. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich das bei mir immer in Sprachgebrauch so integriert habe, dass ich schwul eine Beleidigung. Dabei finde ich, es sollte es keine Beleidigung sein. Du musst also an dir arbeiten. Richtig. Ich muss jetzt eh. Heute muss ich mal farmen. Wie, du musst mal farmen?
Das Feld ist schon bestellt. Ja, aber jetzt kommen noch neue Sachen dazu. Ja, guck mal, es ist jede Menge neue Sachen dazu. Hab gerade wilde Samen gelegt. Gelegt? Ja, mich hingesetzt und hingelegt. Aber du hast auch schon eine Vogelscheuche gemacht. Ja, das ist aber schon lange. Ist mir nicht aufgefallen. Die Vogelscheuche ist aber schon Weichen da. Ach, scheiße, Abigail. Ich geh schlafen. Tschüss, um 5. Ich hab genug gearbeitet. Das ist jetzt dein Ernst? Das ist mitten am Tag. Dabei habe ich schon Mittagsschläfchen gemacht. Tatsächlich habe ich keine Energie mehr. Alter. Und ich habe wirklich schon zwischendurch Mittagsschläfchen gemacht. Du bist echt saft- und kraftlos. Hey, vielleicht habe ich einfach nur extrem viel gearbeitet. Von wegen saft- und kraftlos. Guck mal, mein schönes, stolzes, blaues Hemdchen, was ich da anhab, ja. Das ist ja eindeutig Muggibude vor dem Herrn. Und zwar dem Herrn von McDonald's. Hey, hier ist noch ein Quest. Mhm. Nee, ist nicht. Da. Aushilfe gesucht. 20 Kupfererz. Ach so. Ja, das hatte ich jetzt auch. Das nehme ich jetzt mal nicht an, weil das schaffen wir eh nicht. Puh, nimm's halt einfach mal an. Manchmal mal. Alex, dich kenne ich schon. Du Quarterback. Oh, wie viel Treibholz will ich denn noch hier aus dem Was ist denn los? Ich sammle Treibholz. Woraus? Aus unserem See. Ach so, beim Angeln. Mhm. Ist Abigail nicht eigentlich auch eher im Norden unterwegs, dachte ich? Die ist die Tochter vom Arzt, also sie... Die Tochter vom Gemischtwarenhändler. Wo sind die? Achso. Aber das ist trotzdem ziemlich zentral dann. Ja. Das ist doch die mit den lila Haaren, oder? Nicht doof. Genau. Maru habe ich hier gerade noch gefunden. Maru ist auch so ein Unisex-Name eigentlich. Kenne ich die schon oder den? Das ist die mit der Latzhose. Ach so, ja, die Bäuerin, ne? Nee. Die mit den dunklen Haaren der Latzhose, die mir den technischen Problemen hilft. Oder helfen will. Mhm. Ich muss gleich mal die Liste durchgehen. Wer mir noch fehlt. Fudup. Ein Waldspringer, den habe ich glaube ich noch nie gehabt. Bestimmt alles neu. Meinst du, die haben neue Sachen reingebracht? Nee, die Patches waren immer leer. Prähistorische Handaxt habe ich gefunden. Aha. Und Kohle. Kohle. Und ein vergessenes Buch. Sehr gut. Verlorenes Buch gefunden. Ja. Frische Luft, der Wild ist alles. Ah, aber sperr mich doch nicht ein! Der hat mich eingesperrt! Schweinerei! Der wollte böse Sachen mit mir machen, mir gerade mal entkommen. Mhm. Was kommt davon, weil du so ein Zuckerstückchen bist? Wir können jetzt übrigens in die Mine. Wie jetzt? Echt? Die Mine ist offen, ja, ich bin gerade hier. Seit wann denn das? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall jetzt offen und dahinter ist nämlich noch ein Häuschen. Cool. Abenteurergilde, nur für bewährte Abenteurer. Ja, sehr schön. Da sind bestimmt noch 3 Leute, die mir fehlen. Frühlingsblumen. Blumen. Ich liebe Blumen. Summ. Ich liebe Blumen. Kennst du das Lied von Jürgen von Lippe? Nein. Ich bin ein Blumenmann, hat er mal gesungen. Super witzig. Finde ich das jetzt mal schön? Ach, du bist ins Bett gegangen. Ja. Hey, ich habe Fischen Stufe 1. Wir so leben unabhängig voneinander. So viel zu der Aufteilung. Ja.